Heute geht es mal wieder um Aufnahmen mit der Wärmebildkamera. Und nachdem es so kalt ist draußen, werde ich mal mit der Kamera rausgehen. Alles eiskalt, die Finger, der Ansatz. Aber ich werde mal zeigen, wie das mit der Wärmebildkamera ausschaut. Also es ist hier wirklich kalt, wenn man die Trompete in der Hand hat. Ansatz ist kalt, die ganze Feinmotorik ist weg und ich spiele mal und wir schauen mal, wie viel sich da erwärmt. Ach, die Ventile hängen, super. Ja, jetzt wieder hier drin im Warmen, da sieht man doch gleich andere Temperaturen. Die Ansatzmuskulatur mit Mundwinkel oben unten beim Warm-up 5, 6, 37 Grad an dem Tag, 1 Grad wärmer als die Umgebungsmuskeln. Und dann schauen wir uns das bei einem Hornisten an, der die Luft ausatmet auf ein Blatt Papier. Im Mund die Luft am Hauchen 35 Grad und das Papier erwärmt er damit locker auch. Das Mundstück 23, der Schallbecher 23 und wenn die Luft kommt beim Ton aushalten, geht's auf 28 Grad. Also wir sehen hier, die warme Luft kommt zum Schallbecher und der Gradient geht bis 29 Grad. Und wieder ins Eiskalte hinaus im Winter. Minus 2,5 Grad. Auch da ein Blatt Papier. Minus 3,5 hat das Blatt. Und wenn er hier heiß ausatmet, richtig heiße Luft, am Zentimeter danach hat das Papier vielleicht maximal 15 Grad, 20 Grad, ganz kleiner Bereich. Ja. Minusgrade sonst überall. Das Papier minus 3,5. Auch da fängt er an, einen Ton auszuhalten. Wir schauen, wann die warme Mundtemperatur aus dem Schallbecher rauskommt. Minus 3,5 erwärmt sich auf minus 2, minus 1,5, 1, 2 Grad Erwärmung schaffen wir, aber es bleibt bei Minusgraden am Schallbecher, auch wenn man länger spielt. Eiskalt.